Ja, was machen wir heute? Heute machen wir mal einen neuen Beitrag. Aber davor brauchen wir erstmal eine neue Galerie. Benennen erstmal den Namen. Was ich immer ganz gern mache. Eindeutigen Namen verwenden, falls man eventuell aus dem gleichen Bereich nochmal eine Galerie machen, dass man sie halt auch eindeutig verwenden können. So. Bilder hinzufügen. Wie man sieht, ich verwende NextGen Gallery und habe hier den Plus-Account, kostet ein bisschen Geld, aber lohnt sich auf jeden Fall. Das wird man es auch vielleicht nachher gleich sehen. Wenn jemand Fragen hat, irgendwas, einfach melden. Tja, der Upload beginnt. Das dauert es halt ein bisschen. Kann ich mal was trinken? Aus meiner Metal Fest Open Air Pilsen Tasse, Becher, wie auch immer. Wunderbar. Dann gehen wir mal in die Galerie rüber. Einwandfrei. Was wir als allererstes machen, ist erstmal Wasserzeichen setzen. Wird ja immer so viel geklaut. Hindert zwar keinen dran, aber haben wir ein bisschen weniger. Was denn das ist hier für eine Scheiße? Na, kann man es mal ausmachen. Braucht man nicht. So. Na, fertig. Erstmal Beschreibung. Passt. Street Art in Augsburg. So. Kopier mal runter. Dann brauchen wir noch Stichworte. Street Art. City, Augsburg, Tags. Sollte reichen. Was schauen. Ja,
Vielleicht haben wir auch den Tippfehler heraus. Wunderbar. Speicher mal. Oben haben wir auch wieder einen Fehler drin. Speichern. So, ja, dann stellen wir mal einen neuen Beitrag. Wichtig, die richtige Kategorie auswählen, die Schlagworte. Passt soweit. So, dann machen wir mal die Galerie dazu. Wie man sieht, ich habe hier die Next Gen Pro Auswahl. Ist klar, weil ich das Plus habe. Ich nehme einfach nur die einfache Ansicht. Ja. Wir möchten natürlich eine Galerie zeigen. Welche möchten wir denn zeigen? Die hier wollen wir zeigen. Noch eine Beschreibung dazu. Und rein damit. So. Jetzt können wir eigentlich schon mal die erste Vorschau machen. Mal gucken, wie es ausschaut. Funktioniert also schon, nicht so schlecht. Passt. Kann man schon mal speichern, das passt schon. So. Dann brauchen wir noch ein Beitragsbild. Welches nehmen wir? Ich nehme den, den finde ich ziemlich cool hier. Den hier. Wir uns auch wieder die Vorschau anschauen. Passt. Das passt, das passt, das passt. Social Media Settings. Passt nicht. Das ist eine Webseite. Speichern wir das Ganze auch mal.
Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen einen Text hinzufügen. Nachschauen. Passt. Speichern wir zwischendrin mal durch. Vorschau anschauen. Das würde passen. Text gefällt mir noch nicht, da muss ich mir, aber ich bin da immer etwas, ja, sagen wir, unkreativ. So, schauen wir mal, wie das ausschaut, ob das halbwegs passt. So, hier kommt's.
Speichern wir mal zwischen, das sieht eigentlich ganz gut aus. So. Gucken wir mal. Was sagt unser müssen wir erst später machen. Sieht bis jetzt eigentlich ganz gut aus. Sollte es soweit passen, speichern wir das und gehen wir mal auf Veröffentlichen. So, das muss ich anschauen, ob das Ganze auch halbwegs passt. Das ist in Ordnung. Was mir nicht gefällt, ist, wie wir hier sehen, das Social Plugin. Das passt mir eigentlich nicht, weil es das so seitlich ist. Das hätte ich gern mittig. Jetzt muss ich mal gucken, ob man das anpassen kann. Tja, wo ist es nun wieder? Social Media, da ist es. Tja, lässt sich wohl nicht anpassen. Das ist ein bisschen nervig jetzt. Was ich jetzt versuche, ist, dass ich es wenigstens ein bisschen nach unten schiebe. Sollte gehen, indem ich kleinen Trick anwende. Und zwar, indem ich einfach Entschuldigung, hier ein paar Leerzeichen drunter mache. Das waren ein bisschen viele. Haben wir es gleich aktualisiert, das schauen wir mal. Ja, sieht doch schon besser aus. Sieht doch deutlich besser aus. Prüfen wir noch, ob die Galerie auch richtig funktioniert. Es passt. Ja, das passt gut. Das funktioniert einwandfrei. So wollte man das eigentlich haben. Aktualisieren wir noch mal. Dann sind wir schon fast wieder durch. Hat eigentlich ganz gut hingehauen. Was wir jetzt ausprobieren können, funktioniert auch die Interaktion mit den Social Medien. Hier mal Google Plus. Kommt mein Account.
Jetzt schau mal, das funktioniert. Hashtag rein. Hashtag Augsburg. Hashtag öffentlich, wunderbar. Teilen wir. Also bei Google Plus hat es schon mal funktioniert. Das probieren wir natürlich auch noch Facebook, ist logisch. Mal schauen, was passiert. Das sieht scheiße aus. Weil hier, wie wir sehen, sieht man kein Bild. Das funktioniert also noch nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist passiert. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter und schauen uns das Ganze in dem Facebook-Debug an. Da zeigt das eigentlich richtig an. So soll es ausschauen. Warum das jetzt nicht funktioniert, wissen wir nicht, aber. Gehen wir mal direkt zu Facebook, probieren wir es einfach so. Ach, Blödsinn. Manchmal bin ich in etwas, was passt eigentlich. Zack, Augsburg, zack, posten, öffentlich posten. Wunderbar, das hat funktioniert, das funktioniert auch. Aktualisiert gerade etwas. Ja, wunderbar. Gehen wir noch mal auf die Seite zurück. Schauen wir es uns noch mal an. Ist eigentlich ganz nett geworden. Mal was anderes, nicht nur Bands. Ja, passt. Das war's.